Wäre so jetzt mein Tipp. Ist ja auch schon wieder ein Gang von mir? Ne, das glaube ich nicht von mir, wa? Aber ja, ah, perfekt. Voll in die Lichter dafür, oder was? Na egal, springe ich da gleich mal runter. Hochkommen werde ich schon irgendwie wieder. Aua, knack. 28, ja, geht doch. Ah, seht ihr, das war ich. Oh, da hätten es noch mehr. Das war ich das Portal markiert, weil sonst hätte ich mich jetzt schon hoffnungslos verlaufen. Also, wenn ich das nicht markiert hätte, wäre ich natürlich auch nicht so querfeldeinlos hier Rand, glaube ich. Ah, ich hätte noch fast ein ganzes Set zusammen, ne? Wie hier denn doch auf einmal ist. Ist ja gar nicht so ungeil. Ui. Ja, schon nicht verkehrt. Bin ja doch jetzt auch hier Haltbarkeit 3 und Effizienz 4, ne? Ja. Das wusste ich. Krass, sogar über ein Stack. Knapp über ein Stack, ja, nicht verkehrt. Ja, dann schnell zurück und dann haben wir wieder ein Level. Also Level 30, eine Verzauberung können wir dann wieder machen. Level 30 Verzauberung, so. Muss ich deutlich ausdrücken wahrscheinlich. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder ein bisschen Querfeld ein. Ein bisschen nach oben sollten wir. So, jetzt zum Beispiel so und gut. Schon sind wir wieder im Gang. Und hopp, 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 zurück zum Portal. Wie viel haben wir? Knapp über ein Stack, ja. 1 Stack und 5. Ne, 11, 11, ja. 5 waren die anderen, gut. Aber ich muss irgendwann mal was mit... Scheiße, ich habe noch immer nicht den Nether-Ziegel geändert in diesem Texture Pack. Ich wusste auch, irgendwas habe ich vergessen. Mir ist gerade eingefallen, ich muss ja mal wieder was mit... irgendwas mit diesen Nether-Steinen machen. Daraus kann man ja jetzt irgendwie mittlerweile Nether-Ziegel machen. Also wäre es ja dumm, wenn ich das nicht nutze oder so. Weil ich da ja so viel von habe. Richtig massig viel. Oh, genau. Und dann hier. Und dann sind wir da. So. Die letzten 20 Meter. Hier im Sprint zurückgelegt. Zack. Ach toll, wenn ich immer Portal bin, kann ich ja nicht essen. Aber jetzt kann ich essen. Jetzt. Oh, ist auch bloß Nacht draußen, ne, toll. Nachts ist es kälter als draußen und so, ne? Also kurz pennen gehen, dann Glücksspitzhacke schnappen und dann geht ab, ne? So. Genau. Kurz aufbauen. Ma, jetzt kommen wir mal hinterher hier. Kann noch nicht angehen. So. Na los. Ich will Level 30. Und dann mit dem Quarz, wie gesagt. Ach genau, Portalraum könnte ich ja mal jetzt mal machen, oder? Aber ich weiß noch nicht, ein bisschen aufnehmen würde ich schon noch. Portalraum. Wäre doch da mal was mit dem Quarz und so. Boah, fast den Boden rausgeruppt. Das wäre schlimm gewesen. Ich hoffe mal, es reicht noch für Level 30. Sollte es eigentlich. Wäre auf jeden Fall extrem cool. Ja gut, das reicht auf jeden Fall für Level 30. Vielleicht sogar 31 oder so. Hm. So, gib mir das alles. Gib mir das alles. Das will ich dann jetzt verzaubern im Buch oder was? Ja, ich glaube, ich verzauber dann im Buch. So. Ah, das reicht jetzt für Level 30. Gut. Die letzte nehme ich mir dann jetzt wieder auf. Weil dann kriegt man nachher ja wieder noch mehr dazu und so, ne? Gib mir ein Buch. Habe ich noch Bücher? Ja, habe ich noch. Was haben wir hier? Dornen und Rückstoß 2. Hm. Und so, aller guten Dinge sind 3, ne? 1, 2, 3. Was haben wir? Schärfe 3. Naja, toll. Das kann ich mir aufs Schwert packen oder so. Kann man später nochmal gucken. Aber erstmal jetzt hier noch kurz. Ja, das ist noch die Glücksspitzhacke.
Das Level, welches Level reicht's noch? Schade, ich hätte gedacht, es würde noch bis 5 reichen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, dann die Spitzhacke erstmal wieder weg. Und dann das ganze Quarz, was ich noch hier so drin habe. Und dann ist ein Glowstone. Ah, habe ich schon so gut wie fast alles verarbeitet. Oh, sag bloß, die nächste Kiste ist voll. Ah, ja. Tatsache, ich habe sogar schon eine angefangen gehabt. Senator-Kisten brauche ich wahrscheinlich bald noch ein paar neue. Erstmal Quarz, warte, reicht das, wenn ich die 4 so zusammenpacke? Ich glaube, ne? Ja. Und irgendwie kann man ja mit dem Quarz auch diese Lichtsensoren machen. Das wollte ich auch demnächst mal irgendwann ausprobieren. Also ich glaube, dass man dazu auch Quarz braucht. Aber das Quarz an sich, nicht diese Quarzblöcke. Ich nehme mal kurz die ganzen Quarzblöcke hier. Daraus kann ich auch noch Schönes was machen. Dann kommt hier einen. So, und aus den Blöcken kann man ja irgendwie... Warte mal, so kann man nichts machen. Genau, das wusste ich, das wusste ich. Da kann man ja irgendwie so eine Stufen machen. Ne, mach ich mal kurz 6 Stufen. Aus den Stufen kann man auch wieder was machen. So einen gemeißelten Quarzblock. Warte, ich mache mir noch einen. Und ich glaube, aus diesem gemeißelten kann man noch mal was machen. Nein, wie jetzt? Nur so übereinander, genau. So, ich glaube, daraus kann man jetzt so eine Säule machen, oder? Oder nicht? Okay, oder auch nicht, aber wir haben jetzt so einen gemeißelten Quarzblock erstmal. Wie war die Säule? War die Säule an sich... Ah, so. Gut. Also die Säule ist auch ganz cool. Also mit dem Quarz müssen wir mal gucken, weil das Quarz von Misas Texture Pack fand ich auch ziemlich geil. Und vielleicht nehme ich das demnächst mal. So, erstmal ein paar Säulen. Den gemeißelten nochmal gucken. Dann machen wir hier mal einen Portalraum. Vielleicht mal so dafür. Das heißt, wir packen hier so ein bisschen drumherum weg. Wuff, wuff, wuff. Nein, 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 nicht in... Boah, ich habe mich gerade am Kopf gekratzt und auf einmal, zack, laufe ich da noch rein. Ey. Kann nicht sein hier. So, Licht packen wir erstmal. So, dahin. Super. Scheiße, ich brauche... ich brauche dann wahrscheinlich noch so normal ein paar Quarzstufen, die ich dann so in das Portal legen kann, aber... Genau, Treppen kann man damit ja auch machen. Ich glaube, ich brauche ein paar Quarztreppen. Auch noch. Das auch noch. Alles, ich brauche alles. So... Weiß ich noch nicht, wie weit... Ach, doch, ein bisschen mehr Platz sollte man schon haben. Das heißt, jetzt hier 2 nach vorne gehe. Also, na, beziehungsweise nochmal hier. Und dann das Licht nach da setze. So. Wie würde das dann hier aussehen? Da muss ich wahrscheinlich auch noch 1 oder 2 breiter gehen. Ja. Wie auch immer. Ich brauche gleich diese Quarzstufen. Wie ich das denn beleuchten will, weiß ich auch noch nicht genau. So, die Steine. Na gut, die packe ich erstmal wieder da rein. So. Und dann hole ich mir jetzt, baue ich mir noch ein paar Quarzstufen. So, das ist gemeißelter Quarz. So, genau, Stufen waren das. Wie viel mache ich mir denn mal? Ob 16 reichen? Machen wir mal 20. Sind wir nicht so, machen wir 20. Auch noch mal ein paar. So. Und dann gucken wir mal weiter. Wow, Alter. Legi, legi und so. Sollte hier erstmal noch ein bisschen ausleuchten, bevor noch irgendwelche bösen, fiesen Monster spawnen. So, und wie weit? Hier haben wir 3 gemacht, den ich genau mache. 1, 2, 3. So, genau. Dann passt das.
Habe ich jetzt zu hoch weggeschlagen? Ja, natürlich. Obwohl, die Decke werde ich sowieso... Wieso? Geht er denn nicht so? Die Decke werde ich vielleicht sowieso nochmal ändern. Mit höherer Wahrscheinlichkeit sogar, aber... Erstmal will ich, dass alles vom gleichen Standard ausgeht. Ne? So muss das einmal sein. Boah, Kohle haben wir ja auch schon wieder, ey. Ja, zum Glück haben wir gerade Behutsamkeit dabei, denn... Gibt's denn hier so ein Kohlegematsche quasi? Ach, keine Ahnung. Erde und Kohle und ach, und was nicht alles. Mal hier genau. Ich denke mal, ich werde dann später noch, oder also gleich dann noch einen weiter rüber gehen. Vielleicht. So mit der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Lieber nicht. Obwohl ich schon eigentlich schon angefangen hatte, ja. Aber ich sehe nicht weiter. So. Wow. Und Leggy Leggy und... Nein, nicht Portal. Nein. Wow. Ich wollte nur den Stein da oben. Habe ich gekriegt? Habe ich, glaube ich. So, dann erstmal hier noch die Reihe wegnehmen. Mit der Kohle. Und so. Die Erde weg hier. Alles weg. Ich weiß eben noch nicht, wie ich denn hier ausleuchten will. Mit Redstone-Lampen oder mit brennendem Nether-Reck. Also Nether-Stein. Ah, hier gehe ich nochmal mit der Mauer ein weiter rüber. Ja. Also, jede Seite natürlich. Boah, ich will nur das. So. Ich glaube mal gleich im Anschluss hier werde ich noch nicht rendern. Sondern werde dann mal das kleine Zwischending aufnehmen, was ich anstelle für also was ich jetzt mal kurz bei zwischen Carbon und Most Wanted schiebe. Oder ich probiere gleich nochmal ich probiere erst nochmal Carbon mit dem Resolution Chainer und danach nehme ich das auf, dann kann ich euch direkt neuesten Sachen berichten. Vor allem, weil nebenbei ja auch vorher noch das aufgenommene hier bearbeitet werden muss, also das Audio Ding. Lass ich einmal gleich nachbearbeiten, weil sonst müsste ich das extra speichern und wieder neu öffnen und was und nicht alles und das wäre umständlich. Also, ja, wäre es halt. So, jetzt will ich... Da ist schon wieder ein Stein oben. Das nervt mich. Und ich krieg den nicht. Ich will den aber kriegen. Ha, ich wusste, dass ich ihn kriege. So, eigentlich ist mir der Raum immer noch zu klein. Ja, der sollte von hier sollte noch ein bisschen mehr Platz sein. Leuchte ich jetzt schon mal so vorläufig aus. So, Hund, komm mal mit. Nein, warum sitzt du nur am Rand? Komm mit. Setz dich nicht hin, komm mit. Na, komm her, Hund. Ich schieb dich ein bisschen weiter. Setz dich erstmal dahin. So, das reicht ja auch. Bleibst du erstmal noch hier sitzen, irgendwo in der Nähe. Und dann... Ja, keine Ahnung, halt. Wie dir das so gefällt, Hund. Und das Portal macht irgendwie auch so komische Gluckergeräusche. Glugluck, glugluck. Hört sich irgendwie so an. Ist auch schon wieder Nacht, aber egal. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich mache hier lieber mal ein bisschen Licht, wegen Viechers. Nein, so. Licht. So, und was mache ich jetzt? Warte mal, wenn ich das so mache, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, das wird jetzt, oder? 8, nein, 8, 9. 9 müssten es auch werden, oder? Dann müssten das hier aber 10 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8, nicht 9. Gut. Das sind jetzt auch gerade 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das wird dann die 9, genau. So. Damit wenigstens von vorne und hinten der gleiche Abstand ist. Zur Seite den Abstand kann man natürlich nicht gleich machen, weil sonst müsste man, also, dass der Raum quadratisch wird, kann man nicht machen, ohne dass das Portal dann halt nicht mittig steht. Man kann zwar einfach zwei Portale hintereinander setzen, aber dann ist immer nur eins von beiden an. Das sieht ja auch irgendwie doof aus. Na, obwohl eigentlich nicht.